Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Und wir haben gerade ein Inferno überlebt, gerade noch. Und jetzt geht's eigentlich weiter, mehr gibt's nicht zu sagen. Was soll das hier? Sieht ziemlich leer aus. Haben Sie Oh mein Gott! Akimbo! Akimbo-Zeit! Hab ich mich erschrocken! Ich stand da drauf, Mann! Ich muss nachladen! Lass mich nachladen! Komm, dann zieh dich! Ins Gesicht schießen! Was du nicht sagst! Au! Schieße, wie ich kann. Oh mein Gott. Alle noch am Leben? Ist der explodiert? Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was, da kommt jemand. Hast du aber ein süßes Lächeln? Oh! Lass mich durch! Mein Gott, habe ich hässliche Hände. Okay, und möchte ich? Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie. Ich kenne sie. Oh, ach, guckst du meine Let's Plays? Danke. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Weg von meiner Hose! Achso, das war sein Koffer. Wieso sind wir nackt? Oh, ich mag die Augen! Rühren Sie ihn nicht an! Dr. House! Du warst Dr. House! Ja, der ist sowieso nutzlos. Mach mit dem, was du willst. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Verdammt! Ein Jammer. Was will der mit den Augen? Captain Leskovich. Helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Das würde den ganzen Tag dauern. Ja, Mann. Ich mach's Ihnen. Nein. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Da ich Dr. House mag, will ich den nur nehmen. Ja, komm. Eine kluge Wahl. Jung, unverbraucht, frische, zarte Testsubjekte. Jo. Mit intaktem Fettgewebe. Finde ich auch. Sie retten mich nicht wahr, Sir? Ich weiß, Sie schaffen das. Sir? Ja, General Totenkopf. Heute erteilte mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefoltete Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Was will der mit den Augen?
Du bleibst hier. Der Arme. Oh, das ist ein Mensch. Auf Wiedersehen. Hau rein, wir sehen uns. Er weiß schon, dass auf Wiedersehen heißt, dass wir uns wiedersehen. Also, ich versuche etwas. Sie werden wissen, was zu tun ist. Was? Woher soll ich das wissen? Dr. House! Was machst du? Versuch's, aber ich... Ah. Ich kann's definitiv einfacher als er. Nochmal, bitte. Na gut. Wenn ich das Ding abziehen konnte, wieso habe ich es nicht vorher getan? Kurz schließen. Oh Gott, das ist ja schwer. Ah. Und wir sind draußen. Gerade noch in letzter Sekunde. Au. Oh. Bethesda Softworks. Presents. A game by... Machine Games. Wolfenstein, The New Order. Meine Hose an. Wie lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Hm. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Kannst du auch was anderes sagen, außer ja, Doktor? Rührei. Das macht Hunger. Ich habe schon so lange auf sie gewartet. Wer? Wer? Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Vielleicht liegt es daran, weil ich meinen beschissenen Kopf sie bewege. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Obhut. Hier sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden. Bitte? Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind General Totenkopf persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Es wird schon alles gut. Bald ist es vorbei. Ich schieb sie ins Fenster. Ins Licht. Ich will nicht ins Licht.
Nicht ins Licht! Ich sterbe! Ah! Ein seltsames Gefühl. Gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, in der Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Achso, ich dachte, sie schminkt mich. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Warum wohl? Was? Ich bin wieder hier? Hallo? Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Einen Moment. Nein. 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 Anja. Nein, Anja. Was hier vorgeht? Sie haben meinen Offizier im Dienst angegriffen. Unsere Befehle lauten, nicht den Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Papa? Bring sie zu Keller. Das war ganz ruhig. Ganz ruhig! Scheiße! Beweg dich, du kleine Schlampe! Pisser, du! Dreckiger Schwein! Oh Gott, ich kann mich nicht kontrollieren. Kein Wunder. Er hat mich seit Jahren nicht bewegt. Und trotzdem habe ich Muskeln aus Stahl. Neue Waffe, Pistole, 1960, ja. Wir sind also 1960 gefangen, ja. Lieber mal erstmal aufs Klo gehen. Wir waren jahrelang eingesperrt. Okay, ich kann gerade nicht scheißen. Zu viel Druck. Kein Problem. Gibt's hier keinen Einschuss? Oh, Signal. Oh Gott, ich treffe mich. Okay, ich hab mein Messer. Ich hab mein Messer. Ha, und du bist ein Idiot. Kommt einfach hierher. So, ich brauche... Ich will nicht mein Messer. So. Von wo denn? Gott. Wenigstens bin ich wieder voll gesund. Wo ist dieser Alarmtyp hier? Da nicht. Unter mir. Ach komm, halt's Maul. Ach, der war das. Akimbo freigeschaltet, sehr schön. Ach man, ich hatte so eine schöne Schallgedämpfte. Wo ist die hin? Komm, verzieh dich einfach, ja? Gib mir Munition. Gib mir Munition. Komm. Muni. Ja, Schweine, deswegen werde ich sie alle ausrotten. Wenn ich Munition aufgesammelt habe. So, was habe ich jetzt hier alles? Akimbo-mäßig habe ich ordentlich was. Aber ansonsten ist ja nichts. So, Anja, wo bist du? Ich war noch Muni. Akimbo Messer? Ja, ich bin Ninja. Die Karte gehört mir. Ninja Alarm!
Oh, Health. Ninja. Ninja. Okay, das ist hier echt eine Klapse, ne? Also ich muss sagen, die Körper sehen scheiße aus. Damit meine ich nicht, dass die ziemlich vergewaltigt aussehen, sondern einfach texturenmäßig und die liegen so lasch auf dem Boden. Genauso wie hier, das Blut, das sieht auch verdammt scheiße aus. Im Großen und Ganzen sieht das nicht wirklich schön aus, aber es macht Spaß. Das ist alles. Und jetzt gehe ich wie ein Ninja rein. Ninja-Alarm. Erstmal habe ich mich verlaufen. Ninja. Ich könnte hier durchrollen. Juhu. Gebracht hat es mir jetzt wenig, aber es sieht cool aus. Hier war ich schon einmal. Ja, ich bin ja auch gerade im Kreis gelaufen, mein Freund. Wow. Oh, oh ja, besorgst mir. Achso. Ja, ja, ja. Gell dich ruhig auf meinem Körper auf. Ich werde dich retten und dann kriegst du alles. Alles von mir. Oh. So, wo ist denn jetzt der Rest? Ach, die wollten sie in den Keller bringen, ne? Keller. Wie komme ich in den Keller? So, auf jeden Fall nicht. War ich hier vielleicht doch schon richtig? Oh. Was war das? Ah. Munition ist gut. Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Da war Health. Health. Hauptsache, die hatte eine Schrot. Gib mir die Schrot, gib mir die Schrot hier. Ne, ich mache erstmal hier Ninja-Alarm. Achso, hier geht's nicht weiter. Oh. Enigma-Code. Yeah. Danke. So. Haha. Na, ihr Lacköffen. Ich glaube, da geht gleich die Action ab, wenn ich da reinstimme. Brauche hier die Schrot. Es sei denn, hier ist so ein kleiner Stealth-Durchgang. Hab ich einen Köder. Aha! Messerwerfen freigeschaltet. Drücke irgendwas. Ah! Warte, warte, warte. Ja, da, 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 da. Abgemessert. Was haben wir hier? Hey, hey, nein. So, General Nagratza, die irgendwas. Hast du was? Achso, da ist die Übersetzung. General zeichnet Anstaltleiter aus. Also, alle Polen dürfen gerne links weiterlesen, ich werde rechts lesen. Warschau, 4. März 1952. Dr. Krütz irgendwas, Olivia, wurde heute von General Straße für seinen Dienst an der Erforschung von Geisteskrankheiten ausgezeichnet. Der General betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der von Dr. Olivia und seinen Kollegen geleistete Arbeit. Ohne Menschen wie Dr. Olivia oder Dr. Oliver wäre die Gesellschaft am Ende. Dann würden die Geistesgestörten die Anstalt leiten, sagte er vor einer amüsierten Menschenmenge. Der Spruch war nicht schlecht, muss ich zugeben. Das hat mich selbst zum Schmunzeln gebracht. Ninja! Da geht's hoch! Gehen erstmal hoch. Das ist der ungefährliche Weg hier. Irgendwas gibt's hier doch bestimmt. An solchen Orten gibt's immer irgendwas. Na egal. Frag mich, ob wir auch rollen können. Das Gute ist, wenn wir zwei Messer haben, dass ich eins werfen kann. Und es dann eiskalt. Ninja! Oh, 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 scheiße. Was ist denn? Okay. Zeit für. Oh Gott, wieso wird das Spiel nicht pausiert, hä? Da! Oh Gott. Gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir richtig mal wieder Scheiße bauen. Tschüss!